Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, liebe Kursleiterin, lieber Kursleiter, Sie haben sich also auf der VHS Cloud bereits registriert. Nun möchten Sie natürlich wissen, wenn irgendetwas Neues in Ihren Gruppen oder Kursen passiert. Der Idealfall ist, dass Sie sich regelmäßig auf der VHS Cloud einloggen. Oder aber Sie verwenden die App, die es bereits für die Betriebssysteme iOS und Android gibt. Eine Alternative ist es allerdings, sich unter der normalen E-Mail-Adresse, die man bei der Registrierung angegeben hat, benachrichtigen zu lassen, immer dann, wenn irgendetwas Neues passiert. Dazu loggen Sie sich in die VHS Cloud ein. Unter Ihrem Schreibtisch wählen Sie links unten nun die Einstellungen aus. In der Mitte finden Sie die Option Externe Dienste. Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, unter der Sie benachrichtigt werden möchten. Diese müssen Sie eingeben und speichern. Das ist Schritt 1. Für Schritt 2 wählen Sie die Systemnachrichten an. Diese befinden sich eine Option über den Einstellungen. Rechts können Sie die Benachrichtigungen auswählen. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie für fast alle Funktionen der VHS Cloud einstellen können, wie und wie oft Sie benachrichtigt werden möchten. Zum Beispiel können Sie hier einstellen, dass Sie bei einem neuen Pinnwand-Eintrag jeweils sofort eine E-Mail zugeschickt bekommen möchten oder aber nur einmal in der Woche oder aber nur, dass sich ein Fenster öffnet, wenn Sie gerade in der VHS Cloud bereits angemeldet sind. Diese Option können Sie auswählen und müssen die Änderung speichern. Zusätzlich können Sie nun noch für jede einzelne Gruppe und jeden einzelnen Kurs auswählen, ob Sie auch wirklich zum Beispiel bei einem neuen Forumsbeitrag benachrichtigt werden möchten. Dafür wählen Sie die entsprechende Gruppe aus, klicken das Forum an und wählen hier oben das Häkchen aus. Sie können das auch wieder deaktivieren, indem hier das Ausrufezeichen steht. Dann werden Sie für dieses Forum nicht benachrichtigt. Immer dann, wenn das Häkchen hier erscheint, heißt das, dass Sie auch für diese spezifische Gruppe benachrichtigt werden, wenn es einen neuen Forumsbeitrag gibt.